Tomberg, 41, entzückt die Fans mit seinem ersten Papa-Post. Seit Monaten fiebern der Alarm für Cobra 11 Star und seine Ehefrau Chrisanti Kawasi, 30, der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Die GZSZ-Darstellerin präsentierte immer wieder ihren kugelrunden Babybauch und konnte es zuletzt kaum erwarten, ihren Nachwuchs endlich auf der Welt begrüßen dürfen. Gestern verkündeten die beiden dann die frohe Botschaft, ihr Sohn ist endlich da. Der stolze Daddy bedankt sich dafür jetzt bei seiner Liebsten. Danke an meine wundervolle, tapfere Frau Chrisanti für das schönste Geschenk meines Lebens, postet Tom auf seinem Instagram-Kanal zu einem Bild mit seinem Sprössling. Kurz nach der Geburt versucht er, seine Freude in Worte zu fassen und ergänzt, Augenringe bis zum Knie, aber der glücklichste Daddy auf Erden. Nach den Strapazen des großen Schwangerschaftsendspurts genießt der frisch gebackene Papa die Zeit mit dem neuen Familienmitglied beim Kuscheln im Bett offenbar in vollen Zügen. Auch Chrissy ließ ihren Mama-Gefühlen auf ihrem Social-Media-Profil bereits freien Lauf, 9. November 2019 und auf einmal verändert sich das Leben und es ist noch schöner, als man es sich vorgestellt hat. Wie der Sohnemann heißt, verriet das Paar bisher noch nicht. Und auf einmal verändert sich das Leben und es ist noch schöner, als man es sich vorgestellt hat, schreibt die frisch gebackene Mutter auf Instagram. Dazu stellt sie ein Foto online, das die kleinen Babyhände des Nachwuchses zeigt. Bereits am 9. November hat das Kind von Tomberg und Chrisanti Kawasi das Licht der Welt erblickt. Vorerst wollten die beiden ihr Babyglück wohl mit niemandem teilen und behielten die schönen Nachrichten für sich, bevor sie die Öffentlichkeit informierten. Name wurde noch nicht verraten. Mit dem Hashtag Babyjunge bestätigten die beiden zwar, dass sie einen Jungen bekommen haben, den Babynamen haben sie allerdings noch nicht verraten. Auch Tom Beck stellte bereits ein erstes Foto online. Darauf liegt er mit seinem Sohn im Bett und küsst den Kopf des Neugeborenen. Der Schauspieler schreibt dazu: Augenringe bis zum Knie, aber der glücklichste Daddy auf Erden. Danke an meine wundervolle, tapfere Frau für das schönste Geschenk meines Lebens. Unter dem Bild befinden sich bereits zahlreiche Glückwünsche von Promis. Schauspielerin Cheyenne Pade schickt Herzchen, Let's Dance Star Motsi Mabuse schreibt, Glückwunsch. Mimmel Fiedler findet die Nachricht wundervoll und GZSZ-Kollegin Iris Mareike Stehn, die offenbar schon längst von der Geburt wusste, kommentiert, hier auch nochmal meine allerherzlichsten Glückwünsche für eure kleine Familie. Ich hab euch so unendlich doll lieb und freue mich riesig darauf, den Kleinen kennenzulernen. Alles Glück der Welt für euch.